Let's go. Yeah. Vielen Dank. So, wir dachten, wir machen ein Experiment. Jetzt mit euch allen zusammen. Es geht um die, also die sind ja überall hier verteilt. Ein paar sind auch drüben. Die Farben, die Fläche, die sehr massiv wirkenden Steine. Also es ist Holz, aber es wirkt sehr... Das können Sie doch jetzt nicht sofort wegschlagen. Nee? Ich glaube, das ist jetzt für uns gleich so. Okay, let's go. Manchmal möchte ich ein Stein sein. Grau, glatt und unberührbar. Dann würde alles an mir abperlen, an meinen glatten Kanten. All die lauten Stimmen, das Getöse, der unerträgliche Gestank der Menschenmassen. Nichts für ungut. Dann käme nichts mehr an mich heran. Durch meine scharfen, metallisch glänzenden Grenzen hindurch, ich würde vom Regen klar gewaschen. Die grellen Lichter der Stadt reflektieren, denn insgeheim wäre ich mit einer Farbe bestrichen, die mich schützt. Pigmente, die in meine Poren drängen, mich abschirmen, mich, die ich weit über allem in eine Hauswand eingelassen wäre und keiner, ich sage keiner, käme mehr an mich heran. Keine klebrigen Finger, keine sabbernden Passanten, kein Getöse, kein Unverständnis, kein Leid und nein, ich wäre nicht allein, wir wären zu dritt. Und keiner wüsste, was unter unserer Oberfläche in Wirklichkeit zu finden sei. Wir sind aus Holz. Verwundbar, weich und langsam dem Verfall anheimgestellt. Der Kern aller Dinge, unsichtbar, unter grau grenzendem Lack.